Okay, dann wird es wieder Zeit für einen neuen Yu-Gi-Oh! Part. In diesem Part schauen wir uns nach, was wir zu tun haben. Im letzten Part wurde ja uns etwas davon erzählt, dass wir etwas mit D-Wheels machen sollen. Also gehe ich davon aus, dass wir in diesem Part ja auf unser D-Wheel treffen werden und es auch wahrscheinlich benutzen werden, um zu fahren. So, aber zunächst müssen wir in unser treues Heim reingehen. Hier ist es sehr schön, so schön gemütlich. Oh, sehr. Janka, sieht so aus, als hättest du dein Training abgeschlossen. Ich schätze, du kannst mir jetzt helfen, Akiza auf Zack zu bringen. Komm mit. Okay, gerne. Hallo Akiza. Nun möchte ich, dass du dich mit Akiza duellierst. Akiza, du scheinst noch nicht immer nicht in Bestform zu sein, also übertreibe es nicht, klar? Geh es ganz locker an und betrachte es als leichtes Training. Ja, sehr. Du bist also mein Gegner. Du musst das Training langsam leicht sein. Aber danke für das Duell mit mir. Akiza, Smalltalk ist überflüssig. Betrachte es nur als etwas, das deine Sinne wieder schärft. Jawohl, also gut, fangen wir an. Okay, los geht's. Akiza gegen mich. Das wird interessant. Akiza ist nicht zu unterschätzen. Wir haben auch schon im letzten Let's Play gegen die duelliert und damals haben wir, glaube ich, verloren. Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, los geht's. Oh, ich habe vergessen, ein paar Anwendungen zu schließen. Das mache ich gleich, aber zunächst warte ich noch, bis Akiza ihren Zug beendet hat. Okay, dann mache ich mal kurz einen Stopp. Okay, ich habe doch alle Anwendungen geschlossen gehabt. Gut, also sie hat den botanischen Löwen gespielt. Dieses Monster bekommt 300 Angriffspunkte für jedes Pflanzenmonster auf ihrer Spielfeldseite. Eine sehr starke Karte. Die kann es auch mit einem, ja, 6-Sterne-Monster aufnehmen, wenn man die entsprechenden Karten noch auf dem Feld hat. Das heißt, wenn man die mehrmals zum Beispiel auf dem Feld hat, dann hat die schon 2200 circa. Und ja, daher ziemlich stark. Gut, was haben wir denn? Wir haben Psy-Schwert. Rüste nur ein Monster von Typ Psy mit dieser Karte aus. Füge deine Lebenspunkte, falls deine Lebenspunkte niedriger sind als die deines Gegners, erhält das ausgerüstete Monster ATK in Höhe der Differenz maximal 2000. Die ist ziemlich nützlich, wenn wir im Rückstand gegen Akiza sind. Kann auch sein, dass wir in diesem Duell auch den kürzeren ziehen werden. Die hebe ich mir auf jeden Fall auf die Karte. Dann magische Störung. Mit dieser Karte können wir eine Annullierung einer Zauberkarte von ihr annullieren. Turbine Genex. Solange diese Karte aufgedeckt auf deiner Seite des Spielfelds liegt, erhalten alle Genex-Monsterkarten unter deiner Kontrolle zusätzlich 400 ATK. Die ist ziemlich nützlich. Wir haben auch ein paar Genex-Monster in unserem Deck. Dann haben wir die Psy-Stärke, die kennen wir ja schon aus dem ersten Part. Mit der können wir einen Angriff auf einen über unserer Monster übertragen, wenn wir 800 Lebenspunkte zahlen. Dann majestätischer Mech, die haben wir auch schon gespielt. Die können wir so spielen, ohne ein Monster als Tribut anzubieten. Allerdings wird die dann in der Endphase zerstört. Und dann ein Flip-Monster, Drucker, mobile Kanone. Wähle ein Monster der Stufe 4 in deinem Friedhof und füge es deiner Hand hinzu. Die ist nützlich. Die könnte man auch theoretisch in jedes Deck einbauen, weil die ist echt ziemlich nützlich. Okay, jetzt hat die ihren botanischen Löwen gespielt. Ein 1900er Monster und zwei verdeckte. Ich muss mich jetzt irgendwie an ihrem Monster vorbeischleichen, um ihre Lebenspunkte anzugreifen. Aber zunächst sollte ich vielleicht ihr Monster noch ausschalten. Ist leider ein Problem, denn ihr Monster hat 1900 Angriffspunkte. Ich könnte jetzt den hier spielen und dann ihr Monster angreifen. Dadurch würde mein Monster allerdings zerstört werden. Und die könnte mich direkt angreifen im nächsten Zug. Dann haben wir den Vorteil, dass wir dann die hier spielen können. Genau, das erscheint mir eine gute Methode. Allerdings muss sie auf ihre zwei Verdeckten aufpassen. Ich glaube, die hat eine bodenlose Fallgrube in ihrem Deck. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es nur. Okay, ich sprang jetzt einfach mal an und spiele mechanischer Mech, ohne ein Tribut anzubieten.
Okay, sie hat keine bodenlose Fallgrube auf dem Spielfeld. Und jetzt greife ich an, damit ihr Löwe so schnell wie es geht weg ist, weil je länger ihr Monster draußen ist, desto eine größere Gefahr wird es für uns. Gut, jetzt kriegt sie 500 Lebenspunkte Schaden. Jetzt setze ich das Psy-Schwert. Nein, das setze ich noch nicht. Ich setze erstmal die hier. Magische Störung, falls sie irgendwas versucht um unser Monster. Warte, das wird ja sowieso zerstört. Genau. Okay, dann setze ich halt die Karte, um irgendwas zu annullieren. Falls sie irgendeine Zauberkarte spielt oder so, eine permanente zum Beispiel, oder eins, um ihr Monster zu verstärken. Okay, Endphase. Und bei mir klingelt gerade das Telefon. Super. Das ist bestimmt wieder so ein Meinungsinstitut. Ja, ich weiß. Copyright bei Gronkh. Ich weiß schon die ganzen Sachen. Nein, ich gehe jetzt nicht ran. Und selbst wenn es Barack Obama wäre, würde ich nicht rangehen. Jetzt spielt die einen zweiten. Okay. Das muss man erstmal schaffen, zwei gleiche Monster im ersten Zug auf die Hand zu bekommen. Jetzt wird sie uns direkt angreifen. Jetzt bekommen wir 1900 Lebenspunkte Schaden. Aber das macht nichts. Wir haben ja jetzt unser Psy-Schwert. Wir haben ja jetzt weniger Lebenspunkte als sie. Das wird unsere Psy-Schnecke verstärken, die ich jetzt spielen möchte. Fallenfalle. Fallenfalle. Soll ich vielleicht doch einen Zug warten? Weil wir haben dann ein starkes Monster auf dem Feld. Nee, ich warte jetzt nicht. Ich setze jetzt einfach mal so. Oder vielleicht doch. Soll ich vielleicht den hier auch spielen? Ich meine, der kriegt zusätzliche ATK, ne? Für jedes Genex-Monster. Da müsste dieses Monster eigentlich auch dazu zählen. Das heißt, es hätte dann 1800. Plus das Psy-Schwert. Wie hoch ist denn die Differenz? Die beträgt 1400. Ach so, wir können mit Psy-Schwert nur ein Psy-Monster ausrüsten. Jetzt sehe ich es erst, okay. Dann muss ich quasi die Psy-Schnecke spielen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Okay, und jetzt rüste ich die Psy-Schnecke mit einem Schwert aus. Ist zwar vom Logischen her völlig unlogisch. Ich meine, eine Schnecke kann kein Schwert tragen. Aber das ist hier Yu-Gi-Oh! Und keine realistischen, was weiß ich. So, unsere Psy-Schnecke hat das mächtige 3300, allerdings senkt sich der Angriff später wieder, wenn wir ihren Lebenspunkt jetzt Schaden zufügen werden. Aber Hauptsache, sie hat ihre zwei Löwen verspielt. Gut, jetzt hat sie 1400 Damage bekommen. Jetzt sind unsere Lebenspunkte wieder gleich, das heißt, ja, Psy-Schnecke hat jetzt auch wieder die normalen KP, Angriffspunkte. Mist, jetzt sage ich schon KP. Von Pokémon kommt es bestimmt. Okay, das war's. Unser Zug ist beendet. Jetzt bin ich gespannt auf ihren Zug. Okay, sie schnappt sich unser Monster. Entferne ein Monster vom Typ Pflanze in deinem Friedhof aus dem Spiel und rüstet ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, mit dieser Karte aus. Übernimm die Kontrolle über das ausgerüstete Monster. Während der Endphase übergibt die Kontrolle über das ausgerüstete Monster an deinem Gegner. Während deiner Standby-Phase übernimm die Kontrolle über das ausgerüstete Monster. Also die Karte wird quasi, dass sie unser Monster klauen kann. Und dann krieg ich das Monster dann wieder zurück, wenn die ihren Zug beendet hat. Gut. Ja, die muss dafür ein Monster von ihrem Friedhof entfernen. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, unsere magische Störung zu benutzen. Und ich glaube, den Effekt nutze ich auch, denn ich möchte nicht, dass die unser Monster kontrolliert, was mit Psy-Schwert ausgerüstet ist. Das kann sehr gefährlich werden. Gut, jetzt schmeiße ich Turbine Genex ab. Wir können die ja mit dieser Flip-Monster-Karte wieder zurückholen. Okay, jetzt hat sie eine Karte verschwendet. Jetzt könnten wir sie direkt angreifen. Oh, sie spielt Herrscher des Gifts. Okay. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, beschwöre ein Monster vom Typ Pflanze als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Außer Herrscher des Gifts. Gut, sie könnte damit ihren
botanischen Löwen wieder zurückrufen. Ich glaube, das hat sie auch vor. Ja, sie greift an. Sie legt es wahrscheinlich auf diesen Effekt aus, weil unser Monster ist stärker. Naja gut, jetzt bekommt sie 400 Schaden. Jetzt kann sie ihren botanischen Löwen wieder spielen, den wir vorhin zerstört haben. Okay, jetzt haben wir ein kleines Problem, denn dieses Monster ist genauso stark wie unsere Psy-Schnecke. Wir allerdings haben den Vorteil, dass unser Monster mit dem Psy-Schwert ausgerüstet ist. Wir könnten jetzt mit Absicht unsere Lebenspunkte reduzieren, sodass unsere Psy-Schnecke wieder einen höheren Angriff bekommen würde. Wir müssten daher unsere Lebenspunkte um mindestens 500 reduzieren oder mindestens 400, dann ist es ausgeglichen. Also mehr als 400 müssen wir es jetzt reduzieren. Sie hat eine Angriffskraft von 1900. Wir haben jetzt eine mystische Tomate. Unsere mystische Tomate ist ein Pflanzenmonster. Also, okay. Diese Karte erhält 300 Angriffspunkte für das Monster vom Typ Pflanze, das du kontrollierst. Okay, das heißt, die kriegt keine zusätzlichen Angriffspunkte mehr. Okay, ich spiele jetzt die mystische Tomate. Und greife ihren botanischen Löwen an. Ihr Monster ist natürlich stärker. Das wird unsere mystische Tomate zerstören und unsere Lebenspunkte reduzieren. Wir können dann mit der mystischen Tomate ein Monster von unserem Deck spezial beschwören, was weniger als 1500 Angriffspunkte hat. Und dann können wir mit der Psy-Schnecke ihr Monster zerstören, weil unser Psy-Schwert ja wieder dann sich darauf auswirkt. Okay, mystische Tomate greift erstmal an. Wir kriegen 600 Schaden. Achso, sie hat ihr Monster in Verteidigungsposition gelegt. Okay. Aber egal, es ist unser Monster stärker um 100 Punkte. Hat trotzdem kalkulatorisch gereicht. Ich dachte, ihr Monster ist in Angriffsposition. Naja. Aber wir haben es jetzt trotzdem zerstört. Okay, der Nachteil an dieser Karte ist, wir müssen immer Lebenspunkte abgeben, um ein starkes Monster auf dem Feld zu haben. Aber das ist trotzdem eine ziemlich gute Karte. So, jetzt ist sie wieder dran. Sie überlegt. Okay, sie verteidigt sich. Sie hat wohl kein Monster, was mehr als 2100 Angriffspunkte hat. Eigentlich könnte sie die mystische Tomate zerstören und dann würde unser Angriff sich... Nein, Quatsch, dann würde sich unser Angriff weiter erhöhen, genau. Jetzt haben wir waghalsig Vorstürmen gezogen. Wie viel hatten die Karte? 500, okay. Ich setze die erstmal verdeckt. Dann können wir sie flippen, um uns den Genex... wieder zurückzurufen. Turbine Genix heißt die, okay. Genau, ich glaube, ich greife jetzt mit der mystischen Tomate an. Und dann, ja, falls ihr Monster stärker sein sollte als unseres, spiele ich noch die Zauberkarte hier. Das hatten wir ja auch schon im ersten Part, diese Situation. Oh, das ist nur ein finsterer Schlenk. Ja, okay, unsere mystische Tomate ist stärker. Okay, wenn wir sie jetzt wieder angreifen, wird der Angriff unserer Psy-Schnecke wieder auf 1900 reduziert. Weil wir dann mehr Lebenspunkte haben als sie. Das könnte ich theoretisch die hier noch spielen, möchte ich allerdings nicht. Die hebe ich mir auf, wenn sie angreifen möchte. Dann können wir ihr einen entscheidenden Schlag verpassen. Ich glaube, ich setze die Zauberkarte jetzt lieber verdeckt. Und beende meinen Zug. Gut, wir haben noch 3600 Punkte, die wir ausradieren müssen oder erledigen müssen. Sie hat nur noch zwei Karten, davon drei verdeckte. Und zwei auf der Hand. Also fünf Karten hat sie insgesamt, meine ich. Wunderdünger, einmal pro Spielzug kannst du ein Monster vom Typ Pflanze in deinem Friedhof wählen und eine Spezialbeschwörung beschwören.
Du kannst in diesem Spielzug, in dem du ein Monster durch diesen Effekt als Spezialbeschwörung beschworen hast, kein Monster als normal beschwören oder setzen. Falls ein Monster, das durch diesen Effekt als Spezialbeschwörung beschworen wurde, vom Spielfeld entfernt wird, zerstöre diese Karte. Okay, sie kann jetzt ein Monster von ihrem Friedhof zurückholen. Ich glaube, sie holt sich wieder einen botanischen Löwen. Sie holt sich eine Kopierpflanze. Das war eine Normalbeschwörung. Ein Empfängermonster, wir müssen aufpassen. Jetzt holt sie ihren finsteren Schlängler durch ihren Effekt wieder vom Friedhof. Wenn ein Empfängermonster von die Pflanze als Normalbeschwörung auf deiner Spielfeldseite beschworen wird, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof in die Angriffsposition beschwören. Okay. Sie möchte anscheinend eine Synchrobeschwörung machen. Was hat sie denn für eine Stufe? Zwei hat sie schon mal. Und was hat ihr anderes Monster? Ich glaube, das andere Monster hat Stufe 3. Oder hat es Stufe 3? Na, ich will sehen, welche Stufe das hat. Stufe 1, okay. Gut, jetzt könnte sie sich theoretisch ein Synchro-Monster der Stufe 3 beschwören. Hat sie allerdings nicht im Deck. Es gibt auch sehr wenige Monster der Stufe 3, die ein Synchro-Monster sind. Ich glaube, da kenne ich nur eins. Und die heißt irgendwas mit Turbo. Kann ich jetzt nicht den genauen Namen sagen, aber irgendwas mit Turbo hat die Karte im Namen. Okay, jetzt flippe ich die mobile Druckerkanone oder Druckermobile Kanone, was auch immer. Dann bekommen wir ein Monster Stufe 4 von unserem Friedhof auf die Hand. Unseren Genex kriegen wir wieder. Gut, jetzt könnten wir theoretisch eine Kette aktivieren, möchte ich allerdings nicht. Okay, jetzt werde ich das geflippte Monster opfern und Möbius spielen. Die Karte hatten wir ja schon als Gegner und ich mache mal kurz Pause. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Wir waren ja gerade dabei, unseren Möbius zu spielen. Ich werde Druck abgeben. Und dann kann ich zwei Zauber- und Feinkarten auf dem Spielfeld zerstören. Ich wähle den Wunderdünger, denn dadurch wird sein Monster zerstört. Und eine von ihren Verdeckten noch. Ich nehme mal die hier. So jetzt. Nein! Bodenlose Fallgrube! Okay, sie hat eine ihrer bodenlosen Fallgruben verschwendet. Na gut, eigentlich hat sie den Effekt ganz gut genutzt jetzt gerade. Also verschwendet ist jetzt relativ. Aber jetzt hat sie weniger. Also jetzt hat eine. Jetzt hat die eine gefällige Karte weniger im Deck. So, das wollte ich sagen. Okay, jetzt wird unser Möbius leider aus dem Spiel genommen. Aber immerhin konnten wir zwei Zauber- und Feinkarten von ihr zerstören, indem wir unser Monster hätten. Warte. Nein, Quatsch. Dingens, warte. Nicht so schnell. Ich muss mir das durchlesen. Ah gut, Battleface, okay. Battleface. Okay, wir hätten die sowieso nicht benutzen können. Denn diese Karte können wir nur in der Battleface benutzen. Dann war das mit der Kette vorhin, die hier mal wieder, okay. Was mache ich denn jetzt? Sie hat zwei Monster mit einer ATK von 0 auf dem Feld in Angriffsposition. Oh, was für ein leichtes Fressen für uns. Ich glaube, wir könnten es jetzt sogar schon beenden. Gut, ich greife jetzt mit der mythischen Tomate ihre Kopierpflanze an. Jetzt hoffe ich, dass sie nichts hat, um den Angriff zu abzuwehren. Und ein kurzer Hänger. Aber es fängt sich gleich wieder. Hoffe ich zumindest. Na, was ist jetzt? Jetzt. Sie bekommt 1400 Schaden. Und jetzt müssen wir nur noch mit unserer Psy-Schnecke ihre Empfänger oder ihren finsteren Schlängler angreifen. Jetzt benutze ich noch Bakasi Vorstürmen, um unsere ATK zu erhöhen. Und mit dieser Methode müssten wir sie jetzt erledigen können. Und, jawohl, souverän haben wir Akisa besiegt. Sehr gut. Jetzt kriegen wir wieder einige DPs, die wir für unser Deck brauchen. Ja, keine Spezialbeschwörung. Okay, wir haben dieses Mal keine Spezialbeschwörung durchgeführt.
sondern alle unsere Monster haben wir mit Normalbeschwörung aufs Spielfeld bekommen. Und wir haben einen Bonus bekommen, weil wir möglichst viele ihrer Monster im Kampf zerstört haben. Der Zerstörung im Kampf-Bonus. Okay. Pam. Hey, warum liege ich auf dem Boden? Sie kann ihre Kräfte immer noch nicht völlig kontrollieren. Huch, oha, der hat mich an die Wand gefetzt. Unglaublich. Das tut mir leid. Ich wollte meine Psy-Kräfte kontrollieren, aber sie kam einfach heraus. So, jetzt will ich Schmerzensgeld. Saya ruft schon mal den Gerichtsvollzieher? Nein, mein Anwalt an, genau. Du musst immer noch ein wenig müde sein. Nimm dir einfach für den Rest des Tages frei. Aber, Gisa, schau mir in die Augen, alles wird wieder gut. Du musst dir keine Sorgen machen. Jawohl. Ach, sind die nicht ein schönes Paar? Ja, jetzt will ich mein Schmerzensgeld. Oder auch nicht. Ich krieg das sowieso nicht. Am nächsten Tag. Ey, du bist jetzt wach, oder? Du fängst also heute mit dem Training auf den D-Run an, was? Wir auch. Wenn wir echt gut werden, bekommen wir vielleicht einen D-Runner. Ich gehe schon mal vor. Und noch tschüss. Noch tschüss hier. Okay, dann speichern wir. Daten wurden gespeichert. Okay, was hast du zu sagen? Okita? Du weißt doch so, oder? Ja, ich habe ja seinen Namen gemerkt. Yes! Das ist ein Fortschritt. Ich werde rechtzeitig da sein. Er sollte auf dem Highway im Osten von New Domino City stattfinden. Okay, im Osten. Wir müssen jetzt also... Ja, wir waren ja auch vorhin schon da. Oh nee, wieder ein bisschen latschen. Oh Gott, ich mag dieses Latschen nicht. Ihr wisst warum. Lalalala. Vielleicht finden wir ein paar schöne Schmetterlinge in der Umgebung oder so. Ist auch immer ganz witzig. Oh, vielleicht ist ja hier ein Schmetterling. Hallo, Schmetterlinge, seid ihr da drin? Nein, okay, kein Schmetterling. Schade. Das wäre so schön gewesen. Naja. Achso, ja, das ist jetzt wieder so eine Map. Kennen wir ja auch aus dem letzten Let's Play. Die wurde hier in diesem Spiel erweitert. Und hier ein neuer Bereich ist hinzugekommen. Die Arcadia-Bewegung. Okay, wir müssen jetzt allerdings nach New Domino City. Und ich mache mal kurz Pause. Ah, da ist jemand in mein Zimmer gestürmt. Und er hält gerade eine Knarre auf meinen Kopf. Nein, natürlich nicht. Ja, vor allem mein Vater. Der hat mir etwas gebracht. Meine Grafikkarte. Wir können wieder Shoguns spielen. Nur so als Info. Okay. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall da. Und, ja, jetzt habe ich das Gefühl, dass wir gleich fahren müssen auf unserem Motorrad. Hey, du bist Yanka. Ach, scheiße, jetzt war ich zu schnell. Ich bin Kawaki. Immer diese japanischen Namen, die keiner aussprechen kann, außer Japaner. Ich bin Kawasaki. Ich leite das Training für die Duellrunner-Rennen. Wie ein Japaner wohl Duellrunner-Rennen aussprechen würde? Duell-Lannel-Lennen. Oh, du bist gleich dran. Warte noch ein paar Minuten. Das ging aber ziemlich schnell. Oh, der Aslak ist da. Hey, Anka, ich bin zum ersten Mal gefahren. Was schwieriger als ich dachte. Alter, du musst auf die Hindernisse achten. Sonst machen sie dich echt langsam, ey. Jetzt ist Yanka dran. Komm und ruf mir zu, wenn du soweit bist. Okay, okay. Hoffentlich weiß ich noch, wie man fahren kann. Ich glaube, das Wichtigste hier ist einfach nur A drücken und richtig ja, mit dem Pfeiltasten umgehen. Okay. Ich will vorher noch speichern, weil ich das Gefühl habe, dass da irgendwas Seltsames auftritt. Oder dass ich in Ohnmacht falle, wenn ich zu viele Hindernisse gerate, was auch Sinn macht. Ne? Jetzt suche ich hier gerade nach einem Speicherpunkt, den es hier anscheinend nicht gibt. Okay, wie sozial von den Entwicklern. Dann mache ich es eben ohne zu speichern. Pff, was soll's. Okay, so los geht's. Also dann los, los, setzt die Piste in Brand.
Wie soll ich da Benzin vergießen und dann in der zweiten Runde dann das anzünden oder? Ja. Oh Gott, ich habe vergessen Gas zu geben. Okay. Muss! Gas geben! Ja, es leckt ein kleines bisschen. Oh. Ja, und meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim großen Preis von Satellite oder was auch immer. Hier sehen wir jetzt unseren teuren Helden hier beim Fahren. Und er öffnet ständig irgendwie ein Menü. Ja. Das ist ein sehr spannendes Rennen. Denn ich weiß nicht, wo A ist. Wo ist A? Moment, ich muss es jetzt konfigurieren. Ja, ich mache es jetzt binnen in der Aufnahme. Okay. Hotkey, dann. Dann Turbo. Wir wollen ja hier schließlich Turbo schalten. A ist Enter. Enter drücke ich. B, ich mache jetzt mal B, das da. Okay, jetzt hoffe ich, dass B das ist. Und gebe ich. Nein! Jetzt. Okay, A ist Gas geben. Okay, aber das ist so langsam, kommt mir so vor. Das kommt mir echt so langsam vor. Geht das nicht schneller? Wir hatten dieses Motorrad konstruiert. Ah, man merkt langsam, dass es schneller wird. Aber nur, dass es langsam schneller wird. Ah, da ist ein Nitro-Teil. Das wird uns helfen, schneller zu werden. Und gleich haben wir es erreicht. Und... Oh, jetzt haben wir richtig Gas gegeben. Ich spüre förmlich, wie unser Motorrad schnell wird und in eine Grube fällt, die uns wieder langsamer macht. Nein! Egal. 2 Minuten haben wir noch. Mehr als 2 Minuten. Das sollten wir, glaube ich, schon schaffen. Hoffe ich zumindest. Wir haben allein schon fürs Gasgeben eine Minute verschwendet. Aber egal, das werden wir schon wieder angleichen, die Zeit. Mann, das ist echt spannend. Und was macht ihr noch heute? Gestern war ich bei irgendeiner Veranstaltung und... Okay. Keine Details. Ah, da ist wieder so ein Booster, oder? Ist das ein Booster? Nee, das ist kein Booster. Das ist nur meine Halluzination. Oder meine Hoffnung, dass ein Booster auftaucht. Oh je, wir haben schon die Hälfte der Zeit verschwendet und haben gerade mal... Naja, nicht einmal ansatzweise die Hälfte der Strecke ist immer gefahren. Oh, wieder ein Booster! Oh, jetzt, bitte, ich brauche Gas. Ich muss Gas geben. Ich bin nämlich ein Deutscher, ich kann am besten Gas geben. Nazi-Witz. Nein, so stelle ich mir das vor. Warum nicht gleich so? Oh ne, wir werden langsamer. Warum? Mache ich irgendwas falsch? Jetzt bin ich wieder so langsam. Ich verstehe es nicht. Warum bin ich nur jetzt wieder so langsam? Drücke ich echt die falsche Taste oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, diese Strecke kann man mit Fahrrad schneller fahren als mit diesem D-Wheel. Verdammt. Oh, wieder so ein Booster. Oder muss man da manuell Gang schalten oder wie? Ich komme nicht drauf. Ui. Immerhin motivieren mich diese kurzen Geschwindigkeiten wieder auf. Ach komm schon. Irgendwas scheint da echt nicht zu stimmen. Okay, wir haben nur noch 56 Sekunden, um bis ins Ziel zu gelangen. Und glaubt ihr, wir schaffen es? Ich glaube nicht. Aber schöne Umgebung und so, ne, mit den ganzen Häusern. Es gibt so nett. Warum ist es echt... Ich kann mir echt nicht erklären, warum es so langsam ist. Ja, wir haben nur noch 40 Sekunden, die ich irgendwie euch unterhalten muss, bis wir ans Ziel gelangt sind oder auch nicht. Wenn wir es nicht geschafft haben, müssen wir es wahrscheinlich nochmal machen. Und dann werde ich wieder so lahmarschig hier rumfahren. Oh, meine Maus. Hallo Maus. Hallo Kevin. Mann, fährst du langsam. Ja, ich weiß.
war schon mal schneller, ne? Da bin ich sogar nicht schneller. Schau es dir an. Hui! Und wir haben noch 20 Sekunden. 20 Sekunden bleiben uns noch. Und wir fallen jetzt in eine Scheiße. Grube. Als wäre es nicht langsam genug. Ich glaube, ich brauche einen Snickers, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Liegt hier vielleicht irgendwo eins? Nee. Verdammt, ich habe vorhin alle gegessen. Vorhin hatte ich ein paar noch übrig als Reserve. Habe ich inzwischen alle gegessen. Ah, ja, das schaffen wir nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich irgendwas konfigurieren müssen. Damit es nicht mehr so langsam ist. Ja, Zeit umbeenden, ja. Hey, was ist los? Du musst genau das richtige Tempo beibehalten. Das ist der Schlüssel zu einer guten Zeit. Oder die richtige Taste konfigurieren. Okay, ich mache das jetzt im Spiel. Hotkey. Nein, das brauchen wir nicht. Nein, das ist auch unrelevant. Save States brauche ich nicht. Ich brauche das hier. Turbo. Wir wollen ja schließlich Turbo geben. Vielleicht muss ich irgendeine Y-Taste konfigurieren oder eine X-Taste, ich weiß nicht. Ich probiere es mal mit Y. Mache ich jetzt einfach mal ganz primitiv auf Y und X auf X. So. Okay, das steht in Konflikt mit einer anderen Taste, aber egal. Ich probiere es jetzt einfach mal nochmal und setze die Tasten ein, die ich jetzt gerade konfiguriert habe. Ja, tut mir leid, dass ich das im Let's Play machen muss. Aber ich glaube, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen schadet auch nicht, oder? Ah, warte! Oh, ich drücke gerade X und es wird schneller. X ist die Taste. Okay, ich habe die Taste. Ja, wir sind deutlich schneller als vorhin. Okay, es ist X. Man muss X drücken, um Gas zu geben. Muss ich mir merken für später, weil es gibt häufiger solche Rennen. Oh, das ist ja ein Traum! Also wenn wir das mit vorhin vergleichen, da sind wir jetzt viel, viel schneller. Wenn man es jetzt vergleicht, vorhin waren wir glaube ich hier schon bei 30 oder so, hier an der Stelle, ne? Oder eine Minute waren wir, genau, eine Minute. Boah, das ist ja schön, wir sind jetzt, also vorhin waren wir so langsam wie ein Formel 1 Fahrer, der immer letzter wird bei den Rennen, ne? Da kenne ich jetzt momentan keiner. Früher war ich ein echter Schumacher-Fan und konnte da kannte viele Fahrernamen. Weil Konkurrenz und so muss man natürlich auch kennen als Schumacher-Fan. Und dann habe ich halt spaßeshalber mit so einem Papp-Dinger. Spaßeshalber, also da habe ich halt Namen drauf geschrieben auf so Papp-Dinger, ne, auf so Papp-Karton. Habe ich halt Namen drauf geschrieben, so Kartondinger halt. Ach, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Und dann bin ich so spaßeshalber so ein Rennen durch mein Zimmer gefahren. So auf dem Boden. Und habe immer die ganzen Pappdinger ein Stück bewegt. Und Schumacher habe ich immer ein bisschen schneller bewegt. Sodass er immer Erster wurde. Und ja, wenn ich mich daran zurückerinnern kann, muss ich darüber lachen. So ein Fan war ich damals. Ja, ist aber schade, dass er im Koma liegt. Ich habe ja auch in der Schule ein Referat über ihn gehalten, weil er im Koma liegt. Und das lief auch ziemlich gut. Ich glaube, ich habe da eine gute Note bekommen, weil ich einige Fakten über Schumacher schon vorher noch kannte. Heutzutage bin ich ja nicht mehr so der Hardcore-Schumacher-Fan. Eigentlich gar nicht mehr, muss ich zugeben. Damals war ich allerdings ein richtiger... Boah, ich bin froh, dass wir es geschafft haben, diesen Sprung. Okay, früher war ich ein echter Fan von ihm. Und kannte zum Beispiel auch die einzelnen Rennen, wann er gewonnen hat. Inzwischen kenne ich die nicht mehr. Also ich könnte euch jetzt nicht sagen, wie viel der beim großen Preis von, was weiß ich, Australien 2002 oder so wurde. Das kann ich euch nicht mehr sagen. Aber früher konnte ich das noch. Da wusste ich jedes einzelne Rennen und welchen Platz er wurde. Also ich war damals ein richtiger Fan von ihm. So, gute Zeit. Wenn du so weitermachst, kommst du echt gut in Form, Kumpel. Ey, sehr gut, Janka. Du fährst überhaupt nicht wie ein Anfänger. Ey, komm schon, sei ehrlich. Du bist vorher schon mal gefahren, oder? Ja, natürlich, habe ich auch vorhin versagt. Ne, ist doch logisch.
Hä? Na sowas würdest du mir nicht verschweigen, was? Du bist ein Tutorland, ey. Ja, geh mal zurück. Oh, das ist Yusei. Yanka, bist du das? Ich habe schon wieder so einen epileptischen Anfall. Erinnert mich an den 2009er. Ich habe den D-Runner-Prototyp aufgemotzt, den ich für dich ausgepasst habe. Yanka, nimm deinen D-Runner und leg los. Komm in die Hufe. Ha, das ist ja Yanka, wie geht's? Okay, wir scheinen Yusei von früher anscheinend zu kennen. Interessant. Ey, du siehst nicht gut aus, so ist in Ordnung, ey. Kennst du den Typen da, der dich so anmotzt, was? Kein Respekt. Na, wenn das nicht Yusei Fudo ist, wie wär's, wenn du dich aus meinen Angelegenheiten heraushältst? Oh, bei mir ist gerade so eine fiese Mücke. Ah. Stirb, Mücke! Ich werde dich schon finden und dann ficken. Was? Yanka, alles in Ordnung? Nein. Yusei, das geht dich nichts an. Bitte geh, sofort. Yanka, was geht hier vor? Ich weiß nicht. Oh nee, jetzt müssen wir wieder irgendwie so... Oh. Das Bewusstsein schwindet. Bei diesem Tempo wird das Subjekt ohnmächtig werden. Okay, ich mache mir kurz Pause. Ich muss die Mücke killen. Bis gleich. Okay, ich hoffe, die Mücke ist tot. Ich habe ihr einen richtigen Klapser gegeben, aber ob ich sie erwischt habe, kann ich nicht sagen. Richtig, das Subjekt scheint einen Schock wegen eines vergangenen Ereignisses erlebt zu haben. Yusei Fudo, immer wieder kommt er mir in die Quere. Wenn er näher kommt, könnte das großen Ärger für uns bedeuten. Verstärken wir die Gehirnwäsche, damit unser Subjekt dieser Plage aus der Vergangenheit widersteht. Aber die Gehirnwellen sind instabil, noch weiter und wir riskieren das Leben des Subjekts. Verstehe, wir können es nicht leisten, so einen wichtigen Wertposten zu verlieren. Das Leben des Subjekts zu bewahren hat Vorrang. Wir werden später eine weitere Gehirnwäsche durchführen. Jawohl. Erinnert mich an das Lied Brainwash von Kool Savage. Dein Bewusstsein ist zu fernen Erinnerungen gewandert. Kapitel 2 – Sturm der Vergangenheit. Alte Erinnerungen, das Bündnis eines Teams. Du bist endlich wach? Du hast ja ewig geschlafen. Diese Wächter gehen mir manchmal wirklich auf die Nerven. Sie hassen uns Duellantengangs total. Warum schaust du so verwirrt? Erkennst du mich nicht? Ich bin Crow, die Kugel, Hogan. Alles in Ordnung? Weißt du überhaupt, wo wir sind? Du befindest dich in den Tiefen von Satellite. Barbaric Area, After Damage oder kurz BAD-Bereich. Okay, jetzt siehst du wieder normal aus. Aber mal sehen, ob du für ein Duell bereit bist. Ha! Wo ist denn dein Deck? Ach ja, das haben dir die Wächter ja gestern abgenommen. Kein Problem, du kannst mein Ersatzdeck benutzen. Das ist besser als das Hauptdeck von anderen. Boah, der ist aber übermütig oder angeberisch. Oh Mann, die Wächter haben alles, bis auf mein Hauptdeck, beschlagnahmt. Okay, lass uns in das Warnlager der Wächter schleichen und unsere Karten zurückholen. Ach ja, vorher muss ich dir noch etwas geben. Ach, und das wäre... Ein Laptop. Ein Smartphone. Ja, gib mir mein Smartphone wieder. Ah, okay. Tarnklamotten. Du hast Uniform der Wächter bekommen. Ich habe nur die eine, also trage sie auch. Verwende das, um die Tür zum Warnlager zu öffnen. Ein Schlüssel, oder? Oder eine Karte? Boah, der schenkt uns seine Kreditkarte. Yeah, gehen wir schnell abbuchen hier so. Kaufen wir uns 20.000 Sachen bei eBay und dann muss er dafür dann gerade stehen. Okay. Ich werde die Wachen ablenken und vom Eingang weglocken. Dann schleichst du dich rein und holst dir dein Deck und vergiss meine Karten nicht.
Das Warnlager der Wächter befindet sich nördlich entlang der Küste. Ich gehe vor und du sagst mir, wenn du bereit bist. Okidoki. Aber zunächst speichern wir und dann beenden wir den Part. Und dann holen wir uns im nächsten Part unser Deck zurück. Ich bin gespannt, was wir für Karten in unserem Deck haben. Wir müssen die ja erst alle einstellen. Also und dann können wir uns echt endlich die Karten ins Deck reintun, die wir schon immer haben möchten. Also, ich mache dann Schluss und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Jan Kelbel. Ciao.